So, liebe Österreicherinnen und Österreicher, am Sonntag könnt ihr entscheiden, wer für die nächsten Jahre euer Herzblatt sein soll. Soll es Christian sein, der Facebook-Spezialist, der ein irrsinnig gutes Händchen hat beim Aussuchen seiner Berater und dem man ansieht, dass er seiner Frau sehr gerne die Gesichtscreme fladert? Oder vielleicht Heinz Christian, der sich in den letzten Wochen vor den TV-Shows literweise mit Baldrian-Tee zugeschüttet hat? Oder vielleicht Bubi Sebastian, der sehr gerne von seinen blauen Freunden abschreibt und der immer noch auf seinen ersten Bartwuchs wartet? Oder vielleicht die blumenpflückende Ulrike, die heuer im Sommer eine Bildvergiftung erlitten hat? Oder der hyperaktive Matthias, der schneller redet, als ihm seine Gedanken folgen können? Und natürlich, alle Politiker haben natürlich irrsinnig tolle Wahlversprechen heuer abgeliefert, gell? Jeder verspricht, dass Milch und Honig fließen wird. Wobei eins bei diesen Wahlversprechen müsst ihr eins bedenken, gell? Das ist nämlich genau so, wie wenn du zu Weihnachten einen teuren Tommy Hilfiger Anzug kriegst und einen Monat später kommst drauf, deine Frau hat den eh nur mit deiner Kreditkarte gezahlt. Mein Nachbar, der Zutzelbauer, der hat gesagt, er geht heuer nimmer wählen, nicht? Der Druck bleibt eh immer dasselbe, nur die Schweine ändern sich. Wobei, ich hab's sehr gern, wenn ich auf meinen Hof neue Schweineln krieg. Das ist sehr schön zum Anschauen, wie sie umsausen und umanotschkeln, ne? Und wie sie sich im Dreck suhlen. Und wenn mir meine Schweineln nicht mehr gefallen, dann tausche ich sie aus und hol mir wieder neue. Also, für denk.